Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute mal in der Wildnis unterwegs, campen. Wir machen einen gemütlichen Zeltausflug. Baby Frog Und wollen mal ein bisschen Einzelkämpfer. die Natur genießen. Sch Kerze. schauen, was hier so auf uns zukommt. Unsere Quest. Wir Räucherstäbchen, brauchen eine Kerze, Kruzifix. Räucherstäbchen und Kruzifix, aber wir haben alles dabei. Aber wir haben alles dabei. So. Alter, du hörst richtig die Grillen. Ja. Ein ganz gemütlicher Campingausflug. Hier, das, wer mag das nicht? So ein Geräusch, wenn du im Dunkeln zum Zelten gehst. Geil. Und wo ist hier der Stromkasten? Kann man eigentlich das Lagerfeuer anmachen? Habe ich gerade versucht. Mach mal mit dem Feuerzeug. Ja. Ich hole das mal. Ich weiß auch gar nicht, was das Thermometer hier draußen bringt. Ich komme hier nicht durch. Warte mal. Das wäre witzig. Boah, das geht echt, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, richtig gut. Ja, ich habe Feuer gemacht. Ah, jetzt hole ich mal mein Thermometer wieder. Und was glaubst du, wie warm ist das Feuer? Oh, du hast Strom gefunden. Das ist sehr gut. Das Brauchst du eine Feuer, ich würde, Zahnbürste? Hier also liegen so einige. ich würde nicht ins Feuer fassen. Das hat 385 Grad. 388. Zeigt der dir das an? Ja. Ich komme hier nicht aus dem Kreis raus. Also ein Baumstamm ist ein unüberwindbares Mit Hindernis. Klopapier, ich gehe mal kurz auf den Kackhaufen Jo, aus. geh mal einen abdrücken, ne? Hier ist günstig, da sparen wir ein bisschen Abwasser. Ich habe hier 11 Grad, 10 Grad. Ich habe hier 6, Wo? 3, Beim Kacken? 4. Da holst du ja Hämorrhoiden beim Sitzen, du. Hast du gerade geratscht? Nee. Was war das? Das sind ja schöne Duschen, top gepflegt. Hier, kannst du was zu essen machen? Ist ein Gaskocher dabei? Ja, hier. Oh ja. 1 Grad. Ich hatte Wird wohl eben schon hier sein. Minus. Ich hab, Minus! ja, hatte ich eben schon. Der Ja, dann Gaskocher ist ist nicht das. so heiß wie das Feuer. Also die Flamme kannst du anfassen, die hat nur 2 Grad. Dann ist das der Rom hier? Schon wieder! Was ist denn das? Das ist der Geist, würde ich sagen. So, also gucken wir ja den Gaskocher an. So. Ey! Lass doch mal Guck das wegen. Licht an. Ich sehe doch nichts. Ich stolper noch über die Ich Zeltschnur. guck wegen Fingerabdrücke, du Willst du, dass ich mir Trottel. die Haxen breche? Also jetzt. Hör aber auf hier. Was ist denn das? Dunkel. Dunkel ist das. Und ich könnte über die Zeltschnur stolpern. Ich sehe doch gar nichts. Mach die Augen auf, ey. Obwohl. Nee, doch. Ja, hier sind ja auch Geräusche die ganze Ich schmeiß mal ein Zeit. Kreuz ins Zelt. Also rein theoretisch muss das Zelt klein genug sein, dass das Kreuz das ganze Zelt abdeckt, oder? Aber Fingerabdrücke sehe ich jetzt hier keine, ey. Kreuz ist neben dem Mülleimer. Hallo. Oder waren aber, da ist aber viel hier. Schönen guten Abend, David Root. Ich hätte da eine Frage an Sie. Können Sie mit mir reden? Wie sind Sie gestorben? Okay, wollen Sie vielleicht nicht drüber quatschen fürs Interview? Hier Die auch, nächste 8 Grad. Frage wäre meinerseits, Hier, wie alt sind Minus. Sie? Ich glaube, der ist hier drinne. Der ist Hier hier ist draußen. Minus. Ich habe hier draußen Minus. David Rook, ich habe da mal eine Frage. Sind Sie draußen oder eher drinnen unterwegs? Minus 10. Minus 11. Ich mach mal das in dem kleinen Zelt hier. Das ist ja schnucklig. Gemütlich. Minus 11, der ist hier überall. Hast du den Gasherd angemacht? Freddy Krüger, wo ist er denn? Der ist wirklich in dem kleinen Zelt? Nee. Ich sehe Ich ihn bin nicht. gleich tot, glaube ich. Der muss.
In dem kleinen Zelt sein eigentlich. Ich habe hier Herzschlag, aber ich konnte ihn nicht sehen. Gut, höre ich, ja. Ja, er ist in dem kleinen Zelt. Sag ich doch. In dem großen Zelt, in dem roten. Entschuldigung. So. Das haben wir schon mal vorbereitet. Man sieht aber nichts. Oh, Skill. Oh, das war so gut. Sind wir hier im Auto sicher? Ja, wahrscheinlich. Ich nehme noch mal ein Buch mit, ein Dots-Projektor. Man sieht nichts. Man sieht gar nichts, ne? Ich schmeiß da mal ein Dots rein. Das sind IMF, ne? Nee, aber ein Buch. Schön, das Buch. David! It's Camping Site! Oder Time. Camping Site. Schreib ins Buch. Nee, warte. Warst er hier? Schreib ins Buch. Hier ist ein Knochen. Wo? Hier, in dem blauen Zelt. In dem Blei, ja. Hast eine Kamera, hast du nicht dabei, ne? Mann, die Kiste so komisch, ey. Ja, weil ich habe mich ja mit dir unterhalten und in der Regel ist es höflich, die Person anzugucken, wenn man sich mit der unterhält. Ich bin mir nicht Oh, sicher, ob wir IMF. vielleicht noch einen Dots reinschmeißen sollten. Also IMF2 war. Achso, du hast IMF. Okay. Da war aber nur zwei. Ja, das reicht ja. Habe ich reingeschmissen. Man sieht keine Orbs, ne? Nee, auch kein Dots. Ich gehe noch mal ins Aua. Zelt, ja? Kommst du denn? Wir wollen langsam schlafen gehen. Aua. Nee, IMF. da schlafe ich heute nicht Der im Zelt. IMF-Reader rastet richtig aus. Ja, auf was steht er denn? Wo hast du ihn denn? Auf den Boden geschmissen, gleich da vor der Box. Ja, ich sehe ihn. Alter, der rastet richtig aus. Auf zwei. Zwei. Soll ich hier vielleicht noch eine Videokamera Ja, Ahnung, platzieren? ich sehe auf jeden Fall keine Orbs. Schreib ins Buch. Hast du die UV-Lampe hier gelassen? Die da? Nö. Hast du nicht hier gelassen? Naja, ich Er muss ja. schreibt ins Buch. Okay, alles klar. Interaktion. Okay. Er hat Schmerzen. Das muss berücksichtigt werden. David, wie kann ich dir helfen? Das können wir noch machen. Rein. David, David, ich bin bei dir. Es kann nichts mehr passieren. Okay, David, ich habe mein Walkie-Talkie dabei. Sprich mit mir. Wie alt bist du? Was ist hier passiert? Ist das das Camp Crystal Lake? War Jason Ich hier? nicht. Bist du frustriert? Bist du mit Oh, der Licht ist aus. Gesamtsituation überfordert? Oh, Licht ist IMF4. ausgegangen. Ja, und wir haben IMF4. Er hat mich auch angehaucht. Egal. Bist du verärgert? Hast du, Oh, ey. Box. Ja, Box. Ich glaube, er hat ein Problem mit mir. Moroi. Haben wir schon drei Beweise? Ja. Gefrier. Box, Buch. Ja. Beweise, Gefriertemperaturen, die Geisterbox und das Oh, er hat Buch. Licht wieder angemacht, wie süß. Oh, das ist ja niedlich. Hat der Kleine Angst im Dunkeln? Wahrscheinlich. Ja, gut. Aber wir haben noch kein Nö. Foto von ihm. Ja. Das stimmt. Da ist was Wahres dran, nicht? Nicht, nicht? Müssen wir ein Foto von ihm machen? Ne, eine Kerze muss er auspusten. Blase, Blase, Und dann können wir Blase. ihn mit Räucherstäbchen ausräuchern. Du kriegst das doch wieder nicht hin. Du machst das wieder im Van. Ich mache erstmal hier Lagerfeuer wieder. Was sagt meine Sen? Ganz tief unten.
Ja. Ja, Herr Kommissar. Ich habe mein Feuerzeug verloren. Herr Kommissar. Da. So. Burn Weiß ja nicht. Feuertanz. So. David! Rock. So, David, ich bin wieder da. Oh, ich habe die Kerze gar nicht angemacht. So cool mit dem Feuer im Hintergrund, ey. Ein bisschen romantisch. Guck mal, das Lagerfeuer. Ja? Cool. Von denen kann man hier jetzt schon rausgucken aus dem Van. Kann ich Ich dich sehen, wenn du kann drauf aus dem gehst? Zelt gut rausgucken. Hi. Hallo. Was ist das für ein Geräusch? Das Ach so, Bup-bup-bup-bup, das ich weiß, Feuer. was das ist. Was denn? Das ist die Tür hier wahrscheinlich. Das ist dieser, Ja, den er wenn er an immer dem Vorhang hier rumwabbelt. babbelt. Kannst du das sehen? Das sieht voll lustig aus. Jetzt nicht mehr. Ist kein Problem. Oh. Wie viel Sanity habe ich? Bin ich noch am Leben? Ja. Ach, ich sehe ja gut aus. Und meine Sanity ist auch ganz vernünftig. Ah, ist nicht abzusprechen, ne? Cool gemacht, ey. So, denn. Ach so, die Kerzenquest. Jetzt muss ich einmal kurz warten. Okay, er hat die Kerze ausgepustet. Ich räucher. Das wird doch nix, ey. Ach, Eigentlich sicher. müsste man mit dir da mal einen Lehrgang mitmachen, ey. Schulung. Ein Seminar besuchen. Räucherstäbchen Ja. anzünden. David! Ich möchte, dass du David, dieses David. Zelt verlässt. Das ist mein Zelt. Sieht voll cool Okay. aus von hier hinten. Hat das was gebracht? Warte. Nö. Ich sag das, du kannst das nicht. Wie jetzt? Ich hab doch geräuchert. Warte mal, Das ist die sagt. Quest eine andere? Muss ich ihn während der Jagd räuchern? Ja, wäre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Das ist ja jetzt unpraktisch. Und wieder rein. Ich behalte mal alles so ein bisschen im sicheren Überblick hier hin. Ja, das tun wir. Puma, Fisch. Das tun wir. Ha. Siehste, und deswegen ist es immer vonnöten, das Licht anzulassen. Ich bin eben schon gegen den Stuhl gelaufen. Jetzt stell mal vor, was passiert wäre. Ich wäre gejagt worden und fall über die Zeltschnur. Der Ja, dann sichere ist das Tod. doch tot. Der sichere Tod. Tot. David! Wo habe ich denn hier Meinst du, das Kreuz? Wir müssen das Kreuz die kriegst entsorgen. du an, wenn du ihn unter, wenn der dich jagt? Klar. Ja, man muss das Kreuz weg, damit er jagen kann. David! Erscheine! David! Deine Mama hat Kekse gebacken und sie schmecken fürchterlich! Wenn deine War Mama Kekse backt, kann man die zum Steinigen verkaufen. das gerade ein Handy? Ja. Oh, jetzt wird er sauer. Jetzt ruft seine Nee, Mutter an. das war eine Benachrichtigung. Mein Pornhub Premium-Abo, das läuft ab. Muss ich verlängern. Genau. David! Oh, Oh! das war die Mutter von David. Was, die gequatscht hat oder was? Nein, sie am Handy. Ach so. Ja. Du hast sie beleidigt. Du hast gesagt, sie kann keine Kekse kochen, backen. Ja, deine Mutter kann keine Kekse backen. Und ihre Ärmel rutschen immer runter beim Händewaschen. Du Penner, Entschuldigung, ich meine, Oh, du netter du Geist. Schlingel, du hast mir ja fast einen Schrecken eingejagt, ne? Also viel, was? Er hat sich angehört wie Kack, aber ich bin mir nicht sicher, was er genau gesagt hat. Fuck. David, Wahrscheinlich. was sagst du da? Lack ab. Der sagt irgendwas mit. Wie? Keine Ahnung, so ein.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert mit den Räucherstäbchen, wie ich mir das vorstelle. Nicht. Ich weiß nicht, ob das Abwehren, ob er erst kommen muss oder ob er quasi kurz vor der Jagd ist, bis ich die anmachen muss. Ruf ihn doch mal, der kam doch Er hat vorhin einen auch, als Strom du da. ausgemacht. Er ist in einer ganz anderen Ecke. Er hat hier die Tür vom Badezimmer aufgemacht. Badezimmer. Vom Waschraum. David, tu mir das nicht an, ich hab Angst. Tür zu beim Kacken. Da mufft ja alles raus hier. Aber schönes Plätzchen, muss ich sagen. Ja, irgendwie hier passiert aber nichts, ne? Das Feuer ist auch aus. Egal wie krass ich zu dem bin, es juckt ihn einfach nicht. Ob er das ausgepustet hat? David! Wo bist du, mein Schlawiner? Vielleicht heißt er ja gar nicht David. Vielleicht heißt er ja David. David. Das ist eine komplett neue Erkenntnis. Das wird das ganze Geschehen hier Sag doch komplett einfach den Nachnamen. umkrempeln. Wie heißt der mit Nachnamen? Rock. Rook. Rook? Ja, oder so. David Rook? David, bist du noch hier? Oh, er hantet. Ja. Ich habe die Räucherstäbchen geworfen und laufe Ja, weg. die ist zu. Die ist zu. Scheiße! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geht die nicht auf? Nee, die geht noch nicht auf. Er kommt. Ich sehe ihn. Ich auch. Er ist weg. Ich habe eine Chance zu entkommen. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Der spinnt, der Vogel. Wie Ich habe auch erst nicht gerafft, du gehst, dass ich die Presse halten muss. Ich habe die ganze Zeit noch hier mit Push Talk gequatscht. ey. Ja, du. In-game, als ich weggelaufen bin. Aber das ist ja cool, dass man den von außen sehen kann, ey, dann. Ja, voll cool. Guck dir Ja. das Spektakel aus sicherer Entfernung an, von der Tribüne Ey, aus, wie ich ich bin hier zum, dem Tode nee, entrinne. ich bin zum Tor gegangen, weil ich dachte, ich kann das aufmachen, aber das war zu. Okay, also die Art und Weise der Räucherstäbchen hat nicht gezählt. Du krasses Hänger, die sagt doch, Hast du ey. zumindest ein Foto vom Geist gemacht? Nee. Cool. Ja, das geht doch auch gar nicht. Warte Ja mal. doch, wenn du hier rausgehst, du musst nur aus dem Van. Ach, schön. Ich dachte, es geht nicht. Ja, jetzt Mach gehst noch du auf den mal. Platz. Nein! Ich hab gerade so überlebt, hallo? Hier brennt wohl die Hütte. Nee, aber das Lagerfeuer. Ja, gut, ich habe alles eingetragen. Wollen wir mal gucken, ob es richtig ist oder willst du wirklich rein? Von der schönen Umgebung wollte ich ein Bild Ja, machen. so ein Urlaubserinnerungsfoto, ne? Unser schöner Campingausflug, den wir hatten. Warte, stell dich mal vors Feuer und guck mich mal an. Nee. Ne, dann stell dich hier Geh du vor die doch. Tür und guck mich mal an. Warte. Ja, ich habe aber keine Sanity. Wenn ich raufgehe, bin ich gleich tot. Okay, mach mal ein Foto von mir vom Feuer. Das wird jetzt Alter. richtig gut aussehen. Warte, ich nehme so eine richtige Killer-Pose ein. Hast du? Ich bin gerade richtig. Oh, das sieht bestimmt mega cool aus. Okay. Können wir jetzt fahren? Warte, ich muss eintragen. Wie, das hast du noch Oder? nicht gemacht? Doch, oder? Doch, habe ich. Dann können wir ja los. Siehst du, als wenn du vor das Feuer kackst. Dave? Was? Nein, das sieht richtig Gangster aus. Ja, das ist ja. Ich bin ein richtiger Gangster. Ich habe in die Hose gekackt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin ein richtiger Gangster. Ich wische meinen Hintern nicht ab, bevor ich die Hose hochziehe. Das erklärt einiges, ey. Nicht wie mal die Hose von wen anders. Das ist deine. Mit Kaka Hast du was drinne. gesagt? Nee, du? Nö. Na, dann ist ja alles gut. Ich bin auf Level 100, ey. Cool. So, der Geist war ein Moray. Aber wieder alles Jawohl. richtig ermittelt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns definitiv das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein.
Würde mich freuen. sehen. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.